starte ich auch die Aufnahme, dass YouTube auch was dafür hat. Wie geht's dir, Fussel? Wie geht es dir? Wir beginnen hier. Womit müssen wir denn zuerst? Ich bin wieder komplett raus hier aus dem Spiel, ganz ehrlich. Wir haben nicht mehr viel Geld. Wie sieht's denn im Kühlschrank aus? Ah. Ich würde sagen, wir gehen. Gehen auf Arbeit. Wir gehen mal ein bisschen arbeiten hier, dass es nicht ganz so abnimmt. Ich habe wieder gerade gar keinen Plan mehr. Ist jetzt für mich jetzt knapp. Wann haben wir es zuletzt gespielt? 3 Wochen? Ist es her? Dir geht's gut, das höre ich gerne. Bisschen müde heute, ein bisschen, ne? Nicht richtig munter geworden. Aber sonst eigentlich ganz dufte. Aber einen Kaffee habe ich hier stehen. Drüben ist auch noch ein Bank-Kaffee, von daher. Alles gut. Alles tippitoppi. Ich glaube, die Sarah streamt auch gerade, aber was weiß ich jetzt gerade gar nicht. Asche auf mein Haupt. Hier pfeifen uns eine kurze Pizza rein. Wir müssen ein bisschen, also ich will es hier oben behalten. Ganz so dringend ist es jetzt auch nicht, aber ich weiß, aufgrund dessen wir nicht so zufrieden sind, bringt es nicht ganz so viel das Training, aber das ist mir jetzt erstmal recht wumpe, muss ich sagen. Ich möchte auch eigentlich heute wenigstens noch einen Kampf schaffen. Ist ja gut. Ich werde es jetzt auch wirklich. Boah, du gehst mich um den Senkel. Auch wirklich so machen, ich werde nur noch 2 Folgen auf YouTube pro Woche hochladen. Circa 30 Minuten. Ich glaube, das ist recht fair. Das ist in Ordnung. Passt das? Und eine Pizza geht auch noch. Jawoll. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, nur noch 2 Folgen. Ach so, genau. Halt. Ja, hat einfach den Hintergrund, dass ich sage, ist glaube ich ein bisschen besser, auch für den Stream an sich, komme ich ein bisschen besser hinterher. Und wir wollen ja auch ab und zu mal bei Risen 1 weiterspielen, was wir jetzt Twitch-exklusiv haben. Und Minecraft, gerade jetzt durch das neue Projekt mit der guten Bios, mit der guten Sam, will ich auch nicht zu kurz kommen lassen. Im Moment bin ich der Stammesbauer. Das hat er gestern angefangen. Bist du ruhig heute, Fussel? Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Bin ich gar nicht gewohnt? Uff da, uff da. Essen geht wieder bergab. Das ist doch gräblich. Sag ich doch. Alles ruhig hier heute. Sind wir gar nicht gewohnt. Komm. Gut, das war's. Ah, Geschick. Wenigstens ein bisschen mitnehmen. Bin auch heute nicht ganz wach geworden, das kenne ich. Bin mit Kopfschmerzen und Übelkeit aufgestanden. Landsport und ruhig das Fetzt. Kopfschmerzen, Übelkeit, Landsport, das ist. Muss man machen. Unbedingt. Ist ein doofer Tag heute, ich weiß. Irgendwie fühlt sich ziemlich gebraucht an. So, jetzt haben wir Kohldampf und wir sind müde. Na, dankeschön. Ja. Und der Tag ist wieder rum. Oh. Wie schnell geht denn das hier runter, sage mal.
So, wir gehen ein bisschen pennen. Der kann wenigstens schlafen hier. Wie war sonst so die Schule? Abgesehen von Sport. Ist gut, reicht. Wieder was essen, das ist doch... Ja. Stadtkarte. Fahren wir mit dem Bus, da brauchen wir wenigstens keine Zeit. Bam. Und komm, noch eins. Die Karten gehen so schnell rum. Gut, das reicht, komm. Ab in den Supermarkt. Heute keine Bösewichte. Schule? Naja. Das klingt richtig begeistert. So, jetzt haben wir wieder keine Kohle mehr, gut. Da können wir auch nach Hause gehen. So. Ich glotze ein bisschen fern. Ein bisschen fern glotzen. Dass der Spaß ein bisschen nach oben geht, dann wird man essen und dann weiter trainieren. Komm. Gut, das muss reichen. Halt, leg dich noch mal kurz ein bisschen hin. Ja, das war Kohldampf. Aber das sollte jetzt reichen. Huch. Da. Und ab aufs Drehbrett. Uff, da, ja, jetzt steigt schon ein bisschen besser. Schön. Das klingt nicht so positiv, Husse. Das klingt nicht so positiv. Das, naja. Und auch trotzdem vielen Dank nochmal fürs Retreaten. Gut, gut, aus, aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir stagnieren gerade ein bisschen hier. Und los, oh noch, und gut, und jetzt hier ein bisschen auf dem Punchbowl. Wie gesagt, irgendwie das Gefühl, wir stagnieren ein bisschen, das ist doof. Gefällt mir nicht. Machen wir gleich Kohldampf. Metroid Boy, servus, mir geht's ganz gut, abgesehen davon, dass ich ein bisschen müde bin. Aber der Kaffee steht bereit. Ja, ansonsten, wie geht's dir? Oh, ein bisschen Fleisch, ne? So. Und weiter geht's. Komm, auf die Matte. Erst frühmorgen Sport, na klasse. Russisch, da würde ich auch. Dann Englisch, oh Gott. Dann Religion. Da kann man nicht munter werden. Ganz im Ernst, ist ein Tag zu verschlafen. Russisch ist geil. Wodka. Ich habe lieber Naturwissenschaften gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe da lieber Chemie, Mathe, Physik, Geschichte auch ganz gerne. Aber mit Englisch oder so Mist konntest du mich jagen. Und wir hatten zum Glück nur eine Fremdsprache. Hat mir gereicht. So, Hunger, das heißt, wir müssen ein bisschen was essen. Dann können wir ein bisschen pennen gehen. Ich bin halb Russe, benutze im Krieg Wodkaflaschen als Granaten. Und eine AK als Sniper. Da musst du mal ein bisschen Ding spielen. Skill. Da kannst du bestimmt machen.
Kommt halt Skill. Ich nehme das Wort kaum in den Mund. Kommt halt Skill. Es ist nicht geplant. Nein, dafür wird heute wieder Minecraft kommen. Aber vermutlich erst so ab 20, 21 Uhr. Weiter von hier. Skill ist heute nicht geplant. Das ist doch russisch wie die Pest. Ja, vielleicht könnt ihr euch mal ein bisschen verbinden. Und dann wird das was. Bis kurz weg, alles lächeln, kein Thema. Bis denn. Und wir wollen uns jetzt... Wisst ihr was? Wir melden uns da mal an. Ich will mal gucken, ob das klappt. Vielleicht schaffen wir uns ja und kriegen auch damit ein bisschen Geld. Und ein paar Erfahrungspunkte. Probieren geht über Studieren, wie es schön heißt. Und hier. Ja, wir können es immer ein bisschen steigern hier. Gut, er hat Kohldampf. So. Versuchen es mal, komm. 3, 3, 4, 7, 3, 7. Also wir sollten eigentlich, theoretisch, keine Probleme kriegen. 18er, 26er Kombo, jawohl. Aber wir verbrauchen zu viel Energie. Ach du Scheiße, verbrauchen wir viel Energie. Das ist ein Riesenproblem. Das verursacht Schaden. Okay. Ausdauer. Wir nehmen das mal weg und machen das dafür rein. Das ist russisch, aber ich hatte auch fast nie ein 2 auf dem Zeugnis. Oh. Das hatte ich ja selbst da ein Dings nicht gehabt. Wie macht man das? Ob das jetzt besser klappt. Bisschen. Schlecht. Bam. Was haben wir nur noch einen Angriff? Das ist das Problem. Bam. Wer heißt nochmal? Der gute Fussel. Ach, und bin weg. Das hat man gelesen. Was geht denn jetzt? Hat jemand ein Auge auf uns geworfen? Wer ist denn mit dem roten Auge? Habe das Gefühl, ihm schon mal begegnet zu sein. Als ich ihn zum ersten Mal sah, hatte ich das gleiche Gefühl. Jeder nennt ihn den Mann in Schwarz. Was? In den Mann in Schwarz und rote Augen. Er richtet auf der Insel einen Wettkampf für die besten Kämpfer aus. Gelegentlich kommt er her, um sich neuen Kämpfer anzuschauen, aber er lädt nur die Meister ein. Okay. Dann muss ich halt Meister werden. Nördler! Einfach mal so. Errungenschaft! Jawohl! Muss man niesen. So, jetzt können wir auch wieder den Supermarkt was essen kaufen. Abo! So. Nach Hause. Also, es ist ein Wunder, dass ich da fast nur eins habe. Streber. Ja gut, was heißt Streber?
Kommt halt immer dran, was für ein Typ Mensch man ist, habe ich das Gefühl. Ist man jetzt einer, der wirklich dieses sprachliche bisschen kann, auch dieses auswendig lernen? Stopp, aus, hör auf. Ob man das bis auf das also liegt oder ob man jetzt ja eher so ein Typ ist wie ich jetzt, wie gesagt, einer war eher Mathe, Chemie und sowas. Hat mir auch viel mehr Spaß gemacht. Bam. Jawohl, jetzt hat er Kohl. Ne, jetzt ist er müde. Müde ist er. Und schlafen. Da gleich Kohldampf. Natürlich. Und wir können uns doch bestimmt morgen anmelden, okay? Wir gehen wieder aufs Laufrad. Erhöhe die Energieregeneration. Davon merken wir aber nichts. Hab ich so das Gefühl. Ist recht schwer, dass hier... Stopp. Und pumpen. Wäre halt gerne so ein Tank, der alles wegsmasht, was er von dem Haus bekommt. Aber dafür müssen wir auch halt hier ein bisschen. Und los. Das ist ein Punching Ball, aber er wird gleich schreien, ich habe Hunger. Sag ich doch. So, wir müssen trotzdem mal arbeiten gehen. Dann gehen wir halt mal hier arbeiten. Liefere Pizza aus. So, was? Ich sag nur, ah ja. Ich auch so. Ich lerne es aus dem Test und ich habe es danach wieder komplett vergessen. Ja, Problem war bei Sprachen bei mir wirklich oft so. Da konnte ich lernen, was ich wollte. Auch für Tests. Entschuldigung. Was? Es ging nicht in den Kopf rein. Wie gesagt, vielleicht kann der gute Metroid Boy hier ein bisschen zur Hand gehen. Puzzle. Ich hätte davon gar nichts, was da steht. Also ich bin was zu müde. Na toll, dann hauen wir uns mal ein bisschen hin. Russisch ist wichtig, kommt drauf an, wo man ist. Ich habe in Europa erwähnt, wenn man uns nicht kennt, weiß ich selber hatte nie Russisch. Ich selber hatte nie Russisch, also für mich ist das natürlich ein bisschen schwerer. Der Kampf ist heute. Komm, die $50 will ich noch mitnehmen. Jawohl. Hier halt. Erstmal zu Apu. Ach, Russisch ist wichtig. Ach so. Also ich bin froh, wenn ich den Quatsch endlich abwählen kann. Das wiederum gab es bei uns gar nicht. Abwählen. Du hast den Mist gehabt und musstest es durchziehen. Ob du wolltest oder nicht. Und wir gehen kämpfen. 2, 5, 3. Wir haben 7, 3, 7. Wir haben deutlich mehr Energie als er, also versuchen wir mal
Benötigt nicht viel Geschick. Kostet aber, wo es geht. Na, wir gucken uns das mal an, den Spaß. Oh, das ist sowas wieder. Autsch. Autsch. Bam. Jawoll, es läuft. Ah. Mir liegt's im Blut. Naja, wenn du halb groß bist, ist klar. Das wäre jetzt, wenn jetzt jemand hier drin wäre, der halb Spanier ist und Spanisch reden würde, wäre es ungefähr dasselbe. So, wir machen uns ganz gut, wir bleiben mal dabei. Bam! Weil wenn er Schaden macht, dann macht das nicht viel. Das ist gut. Ah, komm. Ein Tritt auf ihn, komm. Ja! Ich verstehe nur die Hälfte, wenn das Typ andauernd lädt. Oh! Ist es bei euch, bei dir auch so, Metroid? Lädt das bei dir auch ständig nach? Das wäre durchaus interessant zu wissen. So. Meine Kraft sinkt nicht unter 4 und das war das, was wir haben. Okay. Genau, 15% schneller. So, 43, ja, ist nicht ganz so viel. Aber um nach Hause zu kommen, reichte. Wir gehen erstmal ein ganz kleines bisschen schlafen. Nur der Mann im Mond schaut zu. Das ist einfach mal Street Fighter 0,5. Ja, so könnte man es auch sehen. Sehe alles. Gut. Es beruhigt mich ein wenig, weil ich dann weiß, es liegt nicht an meiner Leitung. Ich hoffe, dass Fussel dann zeitnah zurückkehrt. Nur auf dem Tablet lädt's. Bin aber am Gamer-PC. Naja, Gamer sind C64, wa? Gib's zu. Frage ist, gehen wir jetzt trainieren oder? Jo, komm. Wir haben jetzt Geschwindigkeit eh ein bisschen gedopt. Dann bekommen wir das hin. Nächster Kampf. Kämpfen. Oh, ich hätte vielleicht noch... ein bisschen trainieren können. Na gut. Hätte Fahrradkette. Ran hier! 7er, ja, ist nicht so verkehrt. Bam! Oh. Wir treffen nicht. Jetzt! Ah, oh, jetzt war es noch böse Kombos. Da weiche ich gern schon aus, die Sau. Alter! Ah, verdammt. Der weicht ganz schön aus. Wird es leider aber deutlich intensiver, gell? Hm. Nee, Windows. Versuch mal was. Er ist halt sauflink, die Sau. Bam! Jawohl! Komm! 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 Den musst du niederkriegen! Den musst du irgendwie niederstrecken! Windows 8 durch Alpha, schon klar! Komm, komm! Ruhe, Kampf bleibt spannend, aber er nimmt uns mehr ab als wir ihn. Das ist... ah, suboptimal!
Versuch's weiter mit der Strategie. Wumm. Ach, war gut. Der nächste Treffer, der sitzt bei uns, es ist... Ah, schwierig, schwierig. Komm, der muss treffen. Jawohl! So, bin wieder da. Hoffentlich läuft es jetzt besser. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch, ja. Wir sind hier dabei, den Kampf zu rocken, auch wenn es schon die vierte Runde ist. Ja. Bam. Bam. Noch zwei. Zwei, jawohl. So sehen Sieger aus. Tschalalala. So sehen Sieger aus. Tschalalalala. Du bist jetzt Platz 5. Der Champion ist die neue Quest. Sauber. Und wir haben ein bisschen Geld verdienen können. Wir melden uns gleich mal für den nächsten Kampf an hier. Stadtkarte. Sieht heute besonders stark aus. Oh, ey, ist das schwul oder was hier? Bisschen was müssen wir uns übrig lassen. Wir fahren mal mit dem Bus. Echt, niemand will russisch fürs Abi machen. Ja, ich glaube, das liegt aber auch irgendwo mit daran. Also die wenigsten. Oh, mal so. Hey, und lass uns kämpfen. Sei kein Hasenfuß. Auf geht's. Du brauchst Balance in deinem Leben. Ach, da regt mich auf. So, wir gucken mal, ob wir mal in die Bar gehen können mit ihm, ob wir wieder Geld bekommen. Gucken, ob wir wieder Geld bekommen. Aus mein... Was? Ich meine, aus meiner... Was ist das? Parallelklasse. Nee, wir haben kein Geld bekommen. Schade. Aua. Warum kostet es denn Spaß? In die Kneipe zu gehen. Das verstehe ich nicht so ganz. Ah, Noten reichen noch nicht mal für Fachabi. Ja, muss ich in den anderen Sachen ein bisschen mehr anstrengen. Es ist alles machbar. Ich kann von mir mal ganz kurz erzählen. Ich habe ja auch erst 2004 meinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht. Habe dann keine Ausbildung auf Anhieb gefunden damit. Und bin dann gleich durch das Schulsystem so weit kommen, meine 10. Klasse nachmachen zu können. Hab die 10. Klasse auch gemacht, hab dann eine Ausbildung gemacht, hab ein bisschen gearbeitet und hab dann das Fachabi nachgeholt. Also das geht schon alles. So, jetzt müssen wir was essen gehen, was festspornen. Junge, was festspornen hier, wa? So. Wieder ein bisschen rennen. Bringt das was? Yo. Bringt sehr wohl was. Das ist schön, das ist gut. Das ist sinnvoll. Haben wir jetzt recht viele Kämpfe gemacht, finde ich. Nice. Hui. Haben wir hier Schönes? Nichts Besonderes? Gott. Gut, heil, das bringt dir das Speer. Geh. Rollenlos. Aber siehst du positiv aus Sicht des Hosenschlägers, hat sie ja auch einen Vorteil. Er hat weniger zu tun.